Füsale ist im Januar was ganz Feines. Lecker. Oh, hallo. Herzlich willkommen zur Auslosung oder zum Auslosungsvideo des Adventskalendertürchens. Nicht wundern wegen meiner Stimme. Das Video wird hier nicht am Morgen des Neujahrstages aufgenommen, sondern ich habe einfach ein bisschen Mehltau auf der Membran. Das heißt, ich bin ein bisschen erkältet. Tja, und warum stehe ich hier vor meiner Physalis? Ihr ahnt es schon, es geht hier um die Physalis-Stecklinge, die ich verlost habe. Und hier steht, oder hier im Hintergrund steht meine Physalis, die ich dieses Jahr überwintere. Ja, und hier werden so langsam die letzten Früchte reif. Und das bedeutet, ich will die ein bisschen verschneiden. Das heißt, hier soll mindestens so viel weg, weil die sich einfach mal ja selber das Licht hier wegnimmt. Ne? Und da ist mir die Idee gekommen, da die Beteiligung an dieser, ja, an dieser Auslosung so enorm war, habe ich mich riesig gefreut, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hatte anfangs noch gesagt, dann lose ich das alles irgendwie aus, schneide mir die Kommentare aus. Ich hatte irgendwie mit vielleicht 20, 30 Kommentaren gerechnet. Aber dass das so eine hohe Beteiligung wird, finde ich richtig super. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich packe einfach noch was drauf. Ich habe insgesamt von meiner Physalis, nicht von der hier, sondern von der, die im Garten stand, im Freiland, hatte ich insgesamt 4 Stecklinge gemacht. Hatte ich gedacht, 2 zur Verlosung, 2 bleiben für mich. Und dann habe ich entschlossen, ihr kriegt alle 4. Das heißt, ich ziehe 4 Gewinner für die Physalis und ziehe mir aus diesen Sachen, die ich hier abschneide, einfach neue Stecklinge. Ich denke, dass die bis zum Frühjahr, bis es rausgeht, dass die so weit angewurzelt sind, dass ich da dann nochmal genug von habe. Hier werden zwar immer noch Früchte reif, aber das kann man nicht vergleichen, als wenn die richtig in der Sonne stehen, also richtig Sonne tanken können. Und es bleibt einfach nur ein bisschen so säuerlich. So richtig süß werden sie nicht. Darum habe ich mich entschieden, die jetzt abzuschneiden und mir davon nochmal Stecklinge zu machen. Auch bei den Bohnen habe ich mir überlegt, ich hatte so viel Körner reingetan, das reicht locker, um das auf 4 Gewinner zu verteilen. Auch hier werde ich das alles auf 4 aufteilen. Das heißt, es wird insgesamt 4 Pakete und nicht nur 3 geben. Ich hatte es gerade erwähnt, ich hatte irgendwie mit 10, 20 Kommentaren gerechnet und war so blauäugig zu denken, das kann ich vielleicht irgendwie alles ausdrucken und ausschneiden. Dann kam aber noch die Thematik dazu, dass ja einige oder vielleicht sogar die meisten von euch mehrere Hashtags gleichzeitig benutzt haben. Das heißt, ich hätte die ganzen Kommentare teilweise 4-mal ausdrucken müssen und bin auch so immer der Typ, der sich ein bisschen für neue Technik sträubt. Dann habe ich mich mit dem Random Comment Picker mal ein bisschen beschäftigt und ist gar nicht so schwierig. Das heißt, es wird gleich die ganze Sache mit diesem Tool ausgelost. Ich hatte es noch gar nicht angesprochen, und zwar die Kontaktaufnahme. Wie soll das Ganze vonstatten gehen? Und zwar die von allein merken, dass sie gewonnen haben oder bei dem Auslosungsvideo zuschauen, bitte ich darum, mir eine E-Mail zu schreiben. Die steht momentan jetzt noch in der Kanalbeschreibung. Ich werde die aber auch nochmal unter das Video und die Videobeschreibung packen. Und dann würde ich sagen, einfach anschreiben. Ihr könnt mich aber auch gerne über Instagram anschreiben, ist auch kein Problem. Und ich appelliere oder beziehungsweise glaube erstmal an die Ehrlichkeit der Menschen, dass ich zum Schluss nicht mehr Gewinner haben, die sich melden, als ich gezogen habe. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal alles so, wie es ist. Und sollte das dann wirklich so sein, dass da irgendwie ein paar mehr Leute kommen, die mich anschreiben, dann müssen wir uns da was überlegen wegen einem Passwort oder sowas. Das ist ja dann kein Problem. Bei vielen ist es ja auch durch den Namen schon ersichtlich, wer das ist. Aber wer natürlich irgend so ein Nickname hier bei YouTube hat, dann wird es natürlich schwierig, den Namen dazu, den Klarnamen dazu zuzuordnen. Ne? Ja, wie gesagt, schreibt mich an und dann im Nachhinein können wir gerne nochmal kommunizieren wegen ein bisschen Saatgut. Also ich packe da gerne noch was drauf. So, und dann soll die Auslosung jetzt auch mal beginnen. Ihr merkt schon, es ist noch nicht besser mit meiner Stimme. Es ist zum Abend immerhin noch die beste Zeit. Aber am Morgen wäre es noch schlimmer. Ja, jetzt hatte ich die ganze Sache schon ausgelost. Und zwar habe ich hier mit einem Bildschirmaufnahmeprogramm gearbeitet. Leider hat das nicht funktioniert. Mein PC ist laufend abgestürzt und ich musste die Sache abbrechen. Habe jetzt somit die Kamera auf den Fernseher drauf gerichtet und werde jetzt die ganzen Gewinner noch einmal neu ziehen. Das muss ich halt als Test verbuchen, wie auch immer. Ich muss mich mit dem Programm noch mal ein bisschen befassen.
die Idee war gut, das Ganze so zu machen. Leider hat es nicht funktioniert. So, aber genug der Rede. Ich füge hier die Video-Wall ein, gebe hier unten den entsprechenden Hashtag ein. Wir fangen an mit dem Chili-Ursalz. So, laden die Kommentare. Und starten die Auslosung. Irgendwas mit Katze. Toller Name. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe mir das gleich mal auf. So. Und dann würde ich sagen, da wir hier nur einen haben, muss ich das jetzt hier noch mal ändern. So. Chili Meersalz. Haben wir 44 Kommentare. Und wir haben Rosalie Bon De Lorenzo. Herzlichen Glückwunsch. So, aufgeschrieben. Und damit kommen wir zum nächsten Hashtag, zum nächsten Gewinn, und zwar die Bohnen. Habe ich das jetzt richtig? Nee, war. Ah. Ich und die Technik. So, Kommentare laden. 118 und wir starten die Auslosung. Ich lese jetzt die einzelnen Kommentare nicht nochmal vor. Das würde alles zu sehr in die Länge ziehen. Die Gewinnerin ist Manuela Ries. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann gleich den nächsten hinten dran. Oder die nächste. Das ist Ines Mirtsch. Herzlichen Glückwunsch. So, dann und auf zum dritten Gewinner oder zur dritten Gewinnerin. Da hätten wir Yannick Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt der letzte oder die letzte Gewinnerin der Bohnen. Das ist Welland. Herzlichen Glückwunsch. So, dann mal auf zur Ziehung der Gewinnerin oder des Gewinners der Physalis. Wir haben 89 Kommentare und es geht los. Das ist Steffi Flocke. Herzlichen Glückwunsch. Aufgeschrieben. Und gleich die nächste oder der nächste hinten dran. Das ist das Schneeglöckchen. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann kommen wir zum Gewinner bzw. der Gewinnerin Nummer 3. Das ist Dana Knipslust. Herzlichen Glückwunsch. Und die letzte Physalis geht an Corinna Röttich. Herzlichen Glückwunsch.
So, damit ist die Auslosung zu Ende. Ich werde ja alle Gewinner nochmal benachrichtigen. Das heißt, unter jedes der jetzt gerade gezogenen Kommentare nochmal drauf antworten. Beziehungsweise werden ja die Gewinner hier im Video bekannt gegeben. Also, wenn ihr das seht, dann Kontaktaufnahme, so wie vorhin besprochen. Ja, und ich würde sagen, das war's. Dann sage ich mal allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gewinn. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und Ciao, Ciao.